It's Anya time. Moin. Kapitel 2 des Flowshower-Buches. Es geht darum, wie qualifiziert man sich als Netzwerknoten? Welche Möglichkeiten haben wir in der modernen Bildungsindustrie? Wie gesagt, der Flowshower wurde 2012 von mir geschrieben. Im Herbst habe ich das mal zusammengefasst. Jetzt habe ich das heute Morgen nochmal mir durchgelesen, um mir das zu vergegenwärtigen, was ich damals so schrieb. Und das ist ganz interessant, wenn man das so aus heutiger Sicht betrachtet. Es ist weiterhin aktuell. Allerdings würde ich heute nicht mehr so positiv die Möglichkeiten der Open Education Bewegung einschätzen wie damals. Wenn wir mal ganz kurz umreißen, wir hatten also die Netzwerkgesellschaft hier, ne, habe ich ja letzte Woche drüber berichtet. Wie reagiert jetzt das Bildungssystem da drauf? Wir haben also einerseits diesen ganz großen Block der traditionellen Systeme, diese formalen großen Institutionen, die jede Menge Geld bekommen. Dann haben wir klassischerweise schon immer die Zivilgesellschaft daneben stehend, irgendwie alles im kleinen Rahmen. Und daraus sind ja auch viele Open-Ed-Geschichten entstanden, weil wir halt jetzt das Netz zur Verfügung gestellt bekommen haben und wir Twitter nutzen können als das größte Lernportal überhaupt. Dann Facebook, LinkedIn, Google Plus war mal da und so weiter. YouTube, ganz darf man nicht vergessen. Also all diese Tools, die man nutzen kann, um sich selbstgesteuert weiter zu qualifizieren. Dann haben wir als dritte Säule haben wir diese große kapitalintensive EdTech-Industrie, die aber jetzt auch erst so langsam richtig Schwung bekommt. Da gab es immer wieder Experimente. Vor allen Dingen ist schon sehr viel Geld reingeflossen in EdTech, die das traditionelle System stabilisieren helfen sollten. Also da ist die Industrie reingegangen, zum Beispiel Nachhilfeportale. Das sind, wenn man es gesellschaftskritisch betrachtet, zynische Lückenfüller für ein System, was es selbst nicht gebacken bekommt, ein staatliches System, möglichst alle mitzunehmen. Und dafür gibt es halt dann diese privat organisierten Nachhilfeportale. Es geht auch weiter bis zum Lehrersupport. Das sind sehr viele Systeme, EdTech-Systeme, die dort versuchen, Profit zu machen, muss man auch so sagen. Dann diese ganzen interaktiven Whiteboards, die ja in der Zwischenzeit auch so massenhaft eingeführt werden und letztlich ja nichts am System Schule verändern und Hochschulen auch nicht. Dort manchmal auch nur in der Ecke rumstehen, keiner nutzt sie. Aber, und das ist das Interessante, in der EdTech-Industrie passiert was. Da gibt es in der Zwischenzeit schon die ersten Ansätze, die das ganze System, Bildungssystem als solche transformieren, helfen können. Das wird man weiter im Blick haben müssen. Das werde ich auch weiter versuchen, im Blick zu haben. Ja, das ist also nun mal so diese Bandbreite an Entwicklungen, die wir in der Bildungsindustrie sehen, wie das, was da so passiert aufgrund dieser Netzwerkgesellschaft. Aber viel zu langsam, wir wissen das. Und gestern kam ja der neueste Bildungsbericht raus und dort wird dann mal wieder kolportiert. Das ist dann so quasi das Fazit darunter. Bildung lohnt sich, weil dann verdient man am meisten Geld durchschnittlich, wenn man einen Hochschulabschluss hat. Und das ist natürlich auch fatale Signale gegenüber allen Menschen, die eben nicht studieren wollen können. Und B auch, wir wissen das, dass am Arbeitsmarkt es da Probleme gibt in Richtung Azubis und Fachkräftemangel bei Facharbeitern und so weiter und so fort. Kommt natürlich auf die Branche an. Auch das hatten wir damals schon hier ganz kurz umrissen. Also, und aber um euch jetzt ja so einen Mehrwert zu bringen, inwiefern könntet ihr euch selbst besser auf diese Netzwerkgesellschaft vorbereiten? Das ist einmal individuell. Man kann sich heute selber durchschlagen. Das gelingt, indem man diesen Perspektivwechsel, der ja heute möglich ist, durch diese ganzen Systeme, die jetzt schon am Markt sind, diese ganzen Plattformen, indem man diesen Perspektivwechsel zulässt und sich als Lernenden, als zentrale Figur sieht und sich selber Ziele setzt, wo man hin will. Ich hatte das ja, wie gesagt, in 13, Anya Time Nummer 13, hatte ich das ja schon mal ausgeführt, wie sowas funktionieren kann. Also sich selbst in den Mittelpunkt rücken, dann Ziele definieren und versuchen, diese zu erreichen, indem man das ganze Spektrum an informellen Möglichkeiten des Internets für sich nutzt.
Darüber werde ich auch in nächster Zeit noch ein bisschen mehr sprechen. Das wird auch für Unternehmen interessant sein, wie sie andere Infrastrukturen schaffen können, damit Mitarbeiter Anreizsysteme haben, moderne Anreizsysteme, sich weiter zu qualifizieren, im persönlichen Interesse als auch vielleicht auch im Firmeninteresse, um am Puls der Zeit zu leben und diese ganzen Entwicklungen mitgehen zu können. Darüber werden wir noch in Zukunft zu sprechen haben. Fazit also, wir haben ein völlig überfordertes Bildungssystem mit Stakeholdern, die absolut überfordert sind, die selbst nicht diese vier Cs haben, also die vier Ks, Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Kreativität setzt immer voraus, dass man out of the box denkt, dass man über diese bestehenden Grenzen hinweg denkt und das transformativ denkt. Wer das nicht versteht, der hat eigentlich im Bildungssystem meines Erachtens nichts verloren, weil das ist fundamental, dass die Menschen, dass wir über die bestehenden Grenzen hinausdenken und nicht immer nur das Alte versuchen zu bewahren, sondern wir müssen eine neue Infrastruktur aufbauen. Dieses Denken über den Status quo hinaus ist leider gerade in Deutschland nicht so weit verbreitet. Das ist sehr schade und auch langsam wirklich fatal. Wir haben wenig Zukunftsorientierung. Wir haben immer mehr so ein Weiter-so, lasst uns weitermachen. Ich denke, das ist der falsche Weg. Fangt ihr am besten an, die ihr das hier schaut, weil ihr seid die Self-Starter, ihr seid diejenigen, die was machen. Und es gibt die Möglichkeiten, das ganze Netz steht uns zur Verfügung. Bis dahin, bye bye. Ciao. Und bitte abonniert doch den Channel und liken. Ich freue mich. Bis dahin.